Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys. Das ist nun die DAX-Analyse für Montag, den 7.8.2023. Und unser DAX ja, hat ganz schön gucken dürfen letzte Woche. Das ist eine ziemlich schlechte Woche geworden. Wir haben insgesamt doch einen deutschen Rücksetzer drin, auch auf Wochenebene. Ist das eine fette rote Kerze, die jetzt hier erstmal klafft? Aber wir haben gestern auch intensiv darüber gesprochen, beziehungsweise was heißt gestern, für die Analyse zum Freitag intensiv darüber gesprochen, dass auch vom Kästchen her hier sein Kästenspielchen, was hier die ganze Zeit macht, grundsätzlich die Bewegung auch ausreichend wäre, erstmal, wenn es eben gar kein großartiger Trendwechsel werden soll, sondern einfach bloß ein Rücklauf wieder in der aktuellen Seitwärtsphase, der einfach wieder ein bisschen für Unterhaltung sorgen soll. Ich denke, das ist Ihnen in dem Sinne gelungen. Wir hatten gestern, ich sage mal gestern, ne, für die letzte Analyse gesagt, wenn er über 59, 79 hier mit Druck oben rausgeht, richtig Aggression zeigt, Power zeigt, Kraft zeigt, dann soll er sogar bis 2,50 sich innerhalb des Tages hochhangeln können. Die Kraft, die Power, der da war voll im Möhre gefehlt. Also da war überhaupt keine Motivation zu erkennen, dass er da irgendwie drüber will. Die ganze Zeit sich dort noch festgenagelt und nicht rausgeschoben. Ist dann unten nochmal reingegangen in die Zone 857. Damit haben wir die jetzt komplett. Das hat man ja gestern bemängelt. Oh, ich sage mal gestern. In der Analyse für den Freitag, es war schon am Donnerstag, haben wir bemängelt, dass hier das Tief ja nicht genau auf der 800 aufgesetzt hat und damit kosmetisch nicht ganz perfekt gesessen hat. Jetzt sitzt es kosmetisch auch noch ganz perfekt. Das heißt, wenn unser DAX zum Montag Lust hat und mitspielen will, dann dürfte er wohl in einem ersten Stoß gleich früh am Morgen relativ zeitig, das kann durchaus schon um 9 sein, in die 16.000 reinstechen, sogar einen Schnaps drüber hier, lasst es gut 16.60 sein, nochmal zurücklaufen, sich dann aufmachen zum Gap-Close. Ja, das läge jetzt zumindest nahe, also können wir das auch direkt quasi hier noch nach drüben schieben. Ja, das würde dann sehr frühes Hoch werden, kann ruhig wirklich relativ knapp nach 9 Uhr schon passieren. Aber er brauchte Aggression und so wie ich das gestern gesagt habe, ich kriege es aber auch nicht hin heute hier, ja? So wie ich das für die Analyse zum Freitag gesagt habe, der muss auch wirklich knack drüber bringen. Ich würde ihn vorher einen Schlong suchen, ja? Wenn er da nicht Stärke demonstriert, wenn er nicht zeigt, der will da oben raus, weil er im Zweifel jetzt hier sonst noch was nachsetzen kann. Ihr kennt diese lila Linie, die ist nun natürlich schon einen ganzen Tacken tiefer. Die liegt jetzt schon bei 6,80. Das ist schon nicht mal mehr eine 700, ist auch keine 7,30, keine 7,50. Das ist jetzt schon 6,80, 6,85. Demzufolge wäre hier auch noch Platz, wenn er sich anders überlegt, um noch nach unten zu strahlen. Wir hätten auf, das will ich bloß mal kurz gucken, wie steil die Linie kommt. Ich glaube, die ist nicht steiler wie die andere. Halt, warte, ich muss mal kurz diesen Magnet anmachen hier, dass wir das hier auch sauber gezogen kriegen. Na doch, nee, die kommen nicht aufeinander zu. Gut, das wollte ich nur sehen, ob die sich irgendwo schneiden, weil sowas sind ganz gerne dann mal Anlaufpunkte für den Markt. Ist hier aber nicht der Fall. Ja, also, auf der Ebene müssen wir ganz klar sagen, unterhalb ist eben auch noch Risiko. Wir sehen auch hier auf der Seite links, da ist nicht mehr wirklich viel an Unterstützung, was kommt, was ausbremsen kann. Wir haben ja nochmal so einen kleinen Puffer zwischen 27 und eben so ja, 96, 680. Also das wird wohl dann die Entscheidungszone. Und wenn die fällt, müssen wir tatsächlich auf Tagesebene rüber gucken und sagen, hey, da reden wir über die 300 dann. Ne? 15.300, 15.360. Das letzte Tief hier unten bei, wo war das? 15.455, also um ganz genau zu sein, 15.456, das sind Anlaufpunkte, wenn hier die 700 nach unten einen Knack wegkriegt. Ja, und so wie er aber abfedert, auch wenn man sich die Xetra-Tageskerzen anguckt, also die sehen, ich analysiere nicht gerne nach dem Xetra, aber die sehen auch aus, wie weit wollen sie nach oben schieben, brauchen aber als Signalgeber eben auch einfach ein höheres Hoch über 59, 79 und damit kann man sich ja eigentlich auch ziemlich einfach machen zum Montag. Auch wenn meistens bei den einfachen Ausgangslagen sich die Leute manchmal doch deutlich schwieriger anstellen. Aber hier kann man es sich wirklich einfach halten und sagen, okay, alles über 59, 79, das nutze ich für Long-Positionen, das nutze ich für Long-Aufbau, um in den Gap-Close da oben rein zu traden. Oder zumindest ist eine kleine Teiletappe auf dem Weg dahin erstmal safe mitzunehmen. Sei das 16,60 oder vielleicht auch eine 16,120, 16,150. Das sind ja auch gern gespielte Niveaus die letzten Tage. Und alles darunter hat erstmal noch Risiko mit weiteren Tiefs, ja, und im Bereich 7,20, 6,80 kann man nochmal auf eine Umkehr ein bisschen 8 geben, kommt dort aber auch keine, dann lasst ihn halt runterfallen hier, dann lasst ihn halt abschmettern, dann lasst ihn runter auf eine 4, ach Mensch, den haben wir schon dreimal abgelesen, hab's mir trotzdem nicht gemerkt,
15.456 und dann eben hier die Zone um 360, wo der Gap Close ist, 200 Tagelinie. Das kommt dann da alles zusammen und da würde ich mich dann auch nicht in den Weg stellen. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 rote Tageskerzen drin, das im August, statistisch schwacher Monat. Lasst machen. Ja, es ist keine Garantie, dass jetzt hier noch weiter runtergehen soll. Nicht falsch verstehen mit dem Zungenschlag hier, schwacher Monat. Ich sag mal, selbst wenn er bis August Monatsende so stehen bleibt, hätte er seine statistische Quote vollkommen erfüllt. Ja, statistisch schlechter Monat bedeutet ja nicht, dass er hier minus 50% hinlegen muss. Ja, das nicht falsch verstehen. Aber Platz wäre halt auch noch, ne? Gerade so 200-Tag-Linie. Das wäre hier schon noch anzuvisieren. Deswegen ein bisschen Vorsicht und Obacht, wenn wir Schwäche sehen, nicht so unbedingt dagegen stellen. Und ich würde mich auch nicht gegen Stärke stellen, die oberhalb von 16,59, 16,79 da oben rausdrückt. Weil, wie gesagt, das ist so offensichtlich mit dem Gap Close. Manche sagen zwar immer, na, das ist so offensichtlich, das macht er ja dann nicht, aber in der Regel macht es der Markt dann einfach, ne? Das, was offensichtlich ist. Weil die meisten dastehen, dass sie so offensichtlich handeln, ins Gegenteil. Und dann macht er genau das, was die wollen. Das hat man heute auch im Webinar, hat auch einer so eine Frage gestellt, so ungefähr, wenn doch alle jetzt denken, es fällt, dann kann es doch gar nicht fallen, ich würde viel eher long handeln. Wenn halt alle so denken, ja, dann funktioniert das. Und das ist immer wieder das Erstaunliche, dass gerade bei so offensichtlichen Sachen, die wirklich schon mal gut funktionieren, echt wirklich schon mal alle dastehen und sagen, nee, das glaube ich nicht, das sehen doch jetzt alle, das handeln doch alle. Und tatsächlich handelt es gar keiner und deswegen funktioniert es dann trotzdem. Ne? Da darf man nicht zu sehr um die Ecke denken. Aber gut, ich erinnere auch hier nochmal an das Seminar. Wir haben noch 2 Monate jetzt knapp. Wir sind jetzt schon zu gut der Hälfte ausgebucht. Also das ist sogar relativ schnell. Normalerweise dauert es immer ein bisschen länger. Das ist immer 1 Monat vorher. Und dann klackert es wirklich so im Tageswochenzyklus nach unten, bis dann die letzten Plätze sich geklopft wird drum. Das heißt, wer noch am Seminar teilnehmen will oder auch noch keine Rückmeldung gegeben hat, ne? Also wenn ihr von mir eine Meldung bekommen habt und eine Antwort bekommen habt, erst wenn die Rechnung raus ist und ihr gesagt bekommen habt, ihr habt den Platz safe, ihr seid herzlich willkommen und ihr seid dabei, dann ist der Platz auch sicher. Wer nur bei mir angefragt hat und von mir eine Antwort gekriegt hat, Ablauf, Inhalt und so weiter und so fort, der ist nicht automatisch, der hat den Platz nicht automatisch sicher, ne? Also gerade wenn es dann auch länger wie eine Woche keine Rückmeldung gibt. Ich nehme euch dann da wieder aus der Liste raus, halt, ne? Also da schaut noch mal, wir haben einige, die sich noch gar nicht zurückgemeldet haben. Ja, einige, die auch gesagt haben, sie melden sich zurück, aber wo noch ein paar Sachen fehlten, da kann ich euch den Platz dann auch nicht länger reservieren, wenn dann andere kommen und irgendwann ist voll, dann ist einfach voll und es ist immer voll gewesen. Wer noch will, ich hänge die E-Mail rein, hänge es auch unten in die Kommentare noch mal und mache jetzt hier zu. Wünsche euch einen erfolgreichen Montag, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.